In 2 Jahren habe ich 160 Kilo abgenommen und war sehr stolz darauf. Aber der Blick in den Spiegel tut mir weh. Manchmal bereue ich die Veränderung. Mein Körper sieht gar nicht mehr menschlich aus. Ich habe mich gehen lassen. Und jetzt muss ich mit diesem deformierten Körper leben. Meine Gewichtsprobleme kamen mit meinem ersten Kind. Ich war minderjährig, alleinerziehend und das war hart. Ich aß viel Fastfood. Das ging einfach schnell. Es war zwar nicht gesund, aber eine schnelle Lösung. Janae ernährte sich von Burgern und Pommes. Sie kämpfte ständig mit ihrem Gewicht. Ich nahm damals immer weiter zu. Dann traf ich meinen Ehemann und ich bekam noch 2 Kinder. Wir waren viele Jahre glücklich. Dann geschah das Unvorstellbare. Mein Mann starb bei einem Autounfall und mein Leben zerbrach. Er war fort. Und ich wusste nicht weiter. Ich fand im Essen meine Zuflucht. Ich nahm in einem Jahr 90 Kilo zu. Am Ende wog ich mehr als 230 Kilo. Meine Mama war sehr deprimiert. Und wenn sie aß, spendete ihr das Trost. Das war Selbstzerstörung. Das war schwer mit anzusehen. Es ging mir immer schlechter und eines Tages bekam ich keine Luft mehr. Ich wurde künstlich beatmet. Eine Maschine atmete für mich. Es war höchste Zeit, mein Leben zu ändern. Ich ließ mich von einem Arzt beraten und fing an, auf meine Ernährung zu achten. Ich aß vorrangig Proteine, Gemüse und Früchte und ging wöchentlich trainieren. So nahm ich 90 Kilo ab. Dann bekam ich einen Magenbypass und nahm nochmal 70 Kilo ab. Ich konnte wieder atmen. Ich konnte ohne Schwierigkeiten laufen und ich konnte was mit den Kids unternehmen. Ich bin froh, dass sie abgenommen hat. Jetzt müssen wir uns alle weniger Sorgen um sie machen. Es war toll, dieses Gewicht loszuwerden. Aber ich bin schockiert, welche Spuren es hinterlassen hat. Ich wusste, dass die Haut schlaff wird, aber nicht, dass es so schlimm wird. Die Haut an meinem Bauch hängt über meine Beine. Es ist heiß in Texas und ich schwitze zwischen den Hautfalten. Wenn ich die Haut eincreme, hilft das etwas. Mich morgens anzuziehen ist immer lästig. Ich trage Kompressionswäsche, die meinen Körper versteckt. Aber was ich auch mache, ich fühle mich in meiner Haut immer unwohl. Auch mit meiner Familie. You gonna go in? Manchmal fragt mich meine Enkeltochter, was ich da am Bauch habe. Ich nehme den Bauch mal weg. Peinlich. Bist du brav, solange Papa weg ist? Schmatzer. Hab dich lieb. Ich spiele gern mit meinen Enkeln, aber ich kann ihnen nicht hinterherlaufen. Du musst deine Schwimmflügel anziehen. Die Haut am Bauch stört beim Laufen und die Kleinen rennen gern. Wir gehen dafür schwimmen. Die überschüssige Haut bremst mich aus. Mir hilft jetzt nur noch eine OP. Ich habe sonst alles versucht. Und ich will, dass sich die ganze Gewichtsabnahme endlich lohnt. Ich fühle mich immer noch gefangen in meinem Körper. Er behindert mich.
Ich kann immer noch nicht alles machen, was ich will. Meine Familie ist das Wichtigste für mich. Der Eingriff wird mir dabei helfen, eine bessere Mutter und Großmutter zu sein. Ich spreche heute mit einem Arzt über meine Haut. Das wird schon. Ich bin hoffnungsvoll und ängstlich zugleich. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich mache mir Sorgen, dass ich für eine OP nicht in Frage komme. Es war ein langer Weg bis hierher und ich schleppe diese Haut schon sehr lange mit mir rum. Hello. I'm Dr. Nazarden. I'm Janae. How are you? I'm doing okay. How about you? Wie geht's Ihnen? Ganz gut. Sie haben 150 Kilo abgenommen? Ja. Das ist wirklich viel. Lassen Sie mich Ihre Haut mal ansehen. Sie haben viel Haut an den Armen und hier am Bauch genauso. Das ist mein zweiter Po. Janae hat viel überschüssige Haut am Bauch. Ihre Bauchmuskeln sind sehr schlaff und die Muskelstränge liegen zu weit auseinander. Bei einem Gewicht von 230 Kilo wird die Bauchwand überdehnt und es kann zu einem Bruch kommen. Wir müssen also nicht nur die Haut entfernen, sondern uns auch um die Bauchmuskeln kümmern. Meine letzte OP ist 3 Monate her. Jetzt ist es endlich Zeit, mich der Welt zu zeigen. Meine Familie schmeißt eine Party. Und die meisten Leute haben mich zuletzt gesehen, als ich so dick war. Jetzt ist die Haut weg und ich will mein neues Ich präsentieren. Es ist soweit. Ich bin endlich bereit. Jetzt hält mich nichts mehr auf. Meine Mutter sieht umwerfend aus. Ich bin froh, dass die Haut weg ist und sie endlich glücklich ist. Warte nicht, bis der Sturm vorüberzieht, sondern lerne im Regen zu tanzen.